Autos, die so wenig Kraftstoff wie möglich verbrauchen, sind in Hybridmodelle, die wahlweise den Elektromotor dazuschalten können, werden immer mehr nachgefragt. Und reine Elektroautos sollen ja künftig Deutschlands Straßen erobern. Aber wie ist das eigentlich bei den Schiffen? Gerade die riesigen Containerschiffe, die verbrauchen ja jede Menge Schweröl, wenn sie über die Meere schippern. Es gibt aber verschiedene Ideen, wie diese Containerriesen effizienter werden könnten. Hochseeschiffe sind die Dreckschleudern des Welthandels. Etwa 17% des CO2-Ausstoßes, fast die Hälfte der Stickoxidemissionen und 70% der Schwefeloxide gehen auf den Schiffsverkehr zurück. Tendenz steigend. Während Luft- und Landfahrzeuge die Abgase reduzieren, drohen die Schiffsemissionen weiter zu steigen, wenn alles so weitergeht wie bisher. Allerdings scheint die Branche langsam umzudenken. Der Schlepptank der Hamburger Schiffsversuchsanstalt. Der Schiffbauingenieur Uwe Hollenbach hat ein Holzmodell zu Wasser gelassen. Es hat exakt die Form eines geplanten Neubaus. So werden hier seit 100 Jahren Schiffsrümpfe getestet. Auch nach so vielen Jahren Forschung sind immer noch entscheidende Verbesserungen möglich. Gerade in letzter Zeit wurden einige wichtige Entdeckungen gemacht. Früher hat man immer, so wie wir es hier auch jetzt sehen, geguckt, wie laufen die Wellen am Rumpf entlang oder was sehe ich für Wellen am Rumpf. Da guckt man eigentlich in die verkehrte Richtung. Eigentlich muss man hinter das Schiff gucken und sagen, was bleibt hinter dem Schiff übrig an Wellen. Das ist viel interessanter. Am Rumpf können ruhig ein paar Wellen entstehen. Wenn die sich so gegenseitig überlagern, dass sie hinter dem Schiff wieder verschwunden sind, ist es fast egal, was ich am Rumpf für Wellen sehen kann. Denn die Wellen im Kielwasser des Schiffs kosten viel Energie und erhöhen den Schwerölverbrauch. Dank solcher Erkenntnisse konnte die Effizienz der Schiffe in den letzten Jahren um etwa 20% verbessert werden. Allerdings ist das Einsparpotenzial damit noch längst nicht ausgeschöpft. Weitere wichtige Faktoren sind in den Blick der Schiffsrumpfoptimierer geraten. Und dann ganz wichtig, die Wellen, das ist so offensichtlich, dass da was passiert. Aber es passiert ja auch unter Wasser was. Wir haben im Wesentlichen zwei Widerstandsanteile. Das eine ist der Wellenwiderstand, das andere ist der Reibungswiderstand. Schiffbau in einer Werft. Die Rumpfform des Schiffes wurde in der Hamburger Schiffsversuchsanstalt festgelegt. An der Verbesserung des Reibungswiderstandes muss noch gearbeitet werden. Für die Beschichtung zukünftiger Schiffsrümpfe wurden hier verschiedene Teststreifen angebracht. Durch spezielle Oberflächen erhofft man sich eine zusätzliche Kraftstoffeinsparung von über 5%. Das ist eine Beschichtung, die man auf einen Schiffsrumpf aufbringen würde, um den Reibungswiderstand zu reduzieren. Das Ganze besteht darin, dass man eine feine Rillenstruktur erzeugt, wie bei der Langspielplatte, bloß sehr viel feiner, 25 Mikrometer hoch. Wenn man quer dazu mit dem Fingernagel kratzt, kann man es hören. Ja, der Nutzen ist, dass man den Schiffswiderstand verkleinert und damit den Leistungsbedarf und dadurch die gleiche Transportleistung mit weniger Energieeinsatz bewerkstelligen kann. Insgesamt könnte, wenn diese Potenziale einmal voll ausgeschöpft werden, ein Viertel des Schweröls eingespart werden. Aber es gibt noch weitere Optimierungsmöglichkeiten. Der Leistungsbedarf, der steigt mit der mindestens mit der dritten Potenz von der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich doppelt so schnell fahre, brauche ich achtmal so viel Leistung. Und genauso geht es natürlich auch umgekehrt. Wenn ich also vorher 25 Knoten gefahren bin und will jetzt nur noch 20 Knoten fahren, das sind 80% der Geschwindigkeit. Aber die Leistung geht sehr viel weiter runter als die 80%. Das bleiben dann noch 40% übrig vom Leistungsbedarf. Was liegt da näher, als einfach ein Tempolimit für Schiffe zu fordern? Statt der üblichen 25 Knoten sollen sie künftig nur noch 20 fahren und so 50% Schweröl einsparen. Aber so einfach ist das leider nicht. Voll beladen und mit einer Reisegeschwindigkeit von 25 Knoten, darauf haben die Schiffsbauer ihre Rümpfe in der Vergangenheit optimieren lassen. Wenn diese speziell zugeschnittenen Schiffe jetzt langsamer und nur halb beladen fahren, dann tritt ein unangenehmes Phänomen auf. Ja, wir haben gerade kürzlich ein Containerschiff getestet, wo der Kunde sagte, komm, ich fahre aber ja auch bei kleineren Geschwindigkeiten, nämlich bei 18 Knoten. Und ich fahre die Schiffe im Moment gar nicht ganz voll, weil die Ladung gar nicht da ist. Also ich fahre auch auf einem kleineren Tiefgang. Und da war das so, dass das Schiff auf dem kleineren Tiefgang mit viel weniger Masse 15% mehr Leistung brauchte als voll beladen mit einer viel größeren Masse bei der gleichen Geschwindigkeit.
Hier haben die Wissenschaftler eine sehr pragmatische Lösung gefunden. Nicht mehr der Schiffbauer allein, wie früher üblich, legt fest, für welche Ladung und Geschwindigkeiten das Schiff gebaut wird. Er arbeitet jetzt eng mit dem Reeder zusammen. Der weiß genau, mit welchen Lasten und Geschwindigkeiten seine Schiffe üblicherweise fahren. Auf diese unterschiedlichen Anforderungen werden neue Schiffe heute zugeschnitten. Ergebnis sind quasi Schiffe mit Gangschaltung, die zukünftig bei unterschiedlicher Ladung und verschiedenen Geschwindigkeiten so effizient wie möglich über die Weltmeere fahren sollen. Also, mit der neuen Rillenstruktur am Rumpf fahren die Schiffe schon deutlich besser durchs Wasser. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie Schiffe mit noch weniger Kraftstoffeinsatz durchs Wasser gleiten können. Bonner Wissenschaftler haben einen Trick gefunden, den sie sich bei der Natur abgeguckt haben. Bei Pflanzen, aber auch bei Tieren, die sich perfekt an das Leben im Wasser angepasst haben. Wenn es nun gelingt, diesen Trick der Natur auch bei den Schiffen einzubauen, na, dann würde das den Schiffsbau revolutionieren. Eine unscheinbare Pflanze könnte schon bald Karriere als Klimaretter machen. Die Oberflächenhaare eines Schwimmfahrens sollen helfen, den Reibungswiderstand von Schiffsrümpfen zu verringern. Damit könnten weltweit jeden Tag knapp 50 Millionen Liter Öl eingespart werden, einschließlich der damit verbundenen Schwefel- und Kohlendioxidemissionen. Die Pflanze hat die seltene Gabe, sich unter Wasser in ein hauchdünnes Kleid aus Luft zu hüllen und dieses monatelang festzuhalten. Auch von der Wasserjagdspinne kennt man solch ein silbriges Kleid aus Luft. Das verhindert, dass die Spinne nass wird, aber unter Wasser atmen kann. Oder die Wasseramsel, deren Lufthülle zum Schutz vor Auskühlung dient. Die Lufthülle als Naturprinzip fasziniert Wissenschaftler schon seit den 1980er Jahren. Damals sahen wir schon, die Pflanze hält Luft. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung und habe gar nicht weiter gedacht, dass man technisch etwas damit machen könnte. Und das passierte erst in den 90er Jahren, als mir klar wurde, Luftschichten auf Oberflächen, die langfristig oder gar permanent sind, die verleihen dieser Oberflächen ganz besondere Eigenschaften. Am NES-Institut für Biodiversität in Bonn untersucht eine Gruppe junger Wissenschaftler um Bionik-Pionier Wilhelm Bartlott, den Entdecker des Lotus-Effekts, wie der Schwimmfarn Salvinia molesta seine Luftschicht festhält. Ich tauche die Pflanze runter, aber sie ist nicht im Wasser. Sie ist in einer Lufthülle und kommt vollkommen trocken wieder heraus. Das ist ein nanotechnologischer Trick der Natur. Eine Hochtechnologie mit einer äußerst komplizierten Oberfläche, die beinahe unglaublich ist. Die komplizierte Haarpracht des wasserscheuen Schwimmfarns erschließt sich erst richtig unter dem 3D-Mikroskop. Die Biologen Ingo Scholz und Matthias Meiser beschäftigen sich mit biologischen Grenzflächen und der Frage, wie sich Strukturen natürlicher Oberflächen auf technische Oberflächen übertragen lassen. Die ganzen Härchen sind auf der Oberfläche mit einer wachsartigen Schicht überzogen. Diese wachsartige Schicht ist wasserabstoßend, hydrophob. Nur hier oben in diesen Bereichen, die ein bisschen dunkel gefärbt sind, dort sind Zellen, die sind hydrophil, wasseranziehend. Mit diesen hydrophilen Bereichen wird die Wasserschicht auf diesen Härchen, auf den Kronenhärchen festgehalten. Die winzigen, schneebesenartigen Härchen auf der Oberfläche halten das Wasser auf Distanz und bilden eine Luftschicht. Die wasseranziehenden Spitzen der Schneebesen stabilisieren das System. Sie tackern das Wasser quasi auf der Pflanze fest. Die Luftschicht darunter kann daher selbst bei Turbulenzen monatelang nicht entweichen. Bei den Pflanzen haben wir uns erstmal die Oberflächenparameter angeguckt, wie beispielsweise die Dichte der Haare zueinander, die Oberflächenchemie, die Größe, Breite, Form der Haare, also alle möglichen Formeigenschaften, die bei der Pflanze vorliegen. Den Bonner Forschern ist es inzwischen gelungen, die Die Prinzipien der Salvinia-Schwimmfarns haben sie auf eine pelzige Oberfläche, eine Art Kunstrasen, übertragen und damit einige Modellschiffe ausgestattet. Noch verschwindet die Luftschicht auf den Nachbauten in bewegtem Wasser nach wenigen Tagen, doch das Prinzip funktioniert.
Eine kurze Fahrt übersteht die Luftschicht schon unbeschadet. Der Schiffsrumpf bleibt trocken. Wasser perlt auf der eingeschlossenen Luftschicht einfach ab. Wir haben ein Schiff, das nicht mehr im Wasser fährt, sondern in Luft durch Wasser gleitet. Genau wie die Salvinia selbst. Dabei haben die Wissenschaftler die Natur nicht eins zu eins nachgebaut, sondern Prinzipien wie die grobe Haarstruktur und die Elastizität der Härchen übernommen. Die künstlichen Haare sind viel einfacher wie die Salvinia-Haare. Die sind auch noch nicht optimal im Vergleich zur Salvinia. Und trotzdem funktionieren sie schon gut. Das ist ein extrem ermutigendes Zeichen, dass so ein dilettantischer Prototyp bereits Luft hält und funktioniert. Für die technische Umsetzung des Salvinia-Effekts ist es wichtig, auszuschließen, dass die Lufthaltefähigkeit des Farns irgendetwas mit seiner Photosynthese zu tun hat. Doktorand Matthias Meiser kann mit Hilfe einer selbstgebauten, hochempfindlichen Messapparatur Entwarnung geben. Der Schwimmfarn hält ausreichend Luft, auch bei vollkommener Dunkelheit. Nach den bisherigen Messwerten konnte ich Lufthaltedauern von deutlich über einem Monat feststellen. Und dann scheitert es auch in erster Linie daran, dass das Blatt irgendwann verrottet. Einer Übertragung der künstlichen Haare auf technische Oberflächen steht nichts mehr im Wege. Doch sind reibungsarme Schiffsrümpfe nicht die einzige Anwendung für eine lufthaltende künstliche Oberfläche. Es gibt auch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Man denkt sofort an Badeanzüge, man bleibt trocken und man schwimmt vielleicht schneller. Oder Pipelines, Rohrinnenauskleidungen, wo man schneller und mit weniger Reibungsverlust Pumpenergie, Wasser transportieren kann. Also je länger man darüber nachdenkt, desto mehr gibt es. Aber Schiffe bleiben wahrscheinlich die wichtigste Anwendung. Würde die weltweite Frachtschiffsflotte mit spritsparenden Salvinia-Oberflächen ausgerüstet, könnten jährlich etwa 20 Milliarden Liter Öl eingespart werden. Es gibt ein paar Phänomene, die bis heute von der Wissenschaft nicht verstanden sind. Die Akupunktur ist so.